Hallo, mein Name ist Lara Weißenfels und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre PIN im Online-Banking ändern können. Außerdem zeige ich Ihnen das Verfahren, wenn Sie Ihre PIN falsch eingegeben haben und diese nach 3 Fehlversuchen wieder mit der richtigen PIN zurücksetzen können. Beginnen wir allerdings im ersten Schritt damit, wie Sie Ihre PIN zurücksetzen, wenn Sie diese aus Sicherheitsgründen ändern möchten. Klicken Sie zuerst auf Ihren Browser und gehen Sie auf die Homepage der Reiber Neustadt www.reiber-neustadt.de. Klicken Sie oben rechts auf den Button Login Online Banking und auf Login Online Banking Depot und melden Sie sich mit Ihren gewohnten Anmeldedaten an. Nun gelangen Sie auf die Startseite Ihres Online-Bankings. Bleiben Sie im Bereich Banking, klicken auf den Reiter Service und unter Online-Banking auf PIN ändern. Nun müssen Sie einmal Ihre aktuelle PIN eingeben, außerdem die gewünschte neue PIN. Denken Sie hierbei bitte daran, dass die neue PIN mindestens 8 und maximal 20 Stellen beinhaltet und entweder rein numerisch ist oder eine Ziffer und einen Großbuchstaben enthält. Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, wird eine TAN bereitgestellt. Diese müssen Sie mit Ihrem persönlichen TAN-Verfahren eingeben. Indem Sie auf OK klicken, werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch ausgeloggt und Ihre PIN wurde erfolgreich geändert. Im zweiten Teil dieses Videos zeige ich Ihnen, wie Sie vorgehen, wenn Sie Ihre PIN beim Anmelden 3-mal falsch eingegeben haben. Geben Sie Ihre PIN bis zu 2-mal falsch ein, erhalten Sie nur den Hinweis, dass Ihre Anmeldedaten ungültig sind. Ab der dritten falschen PIN-Eingabe ist Ihre PIN dann gesperrt. Diese können Sie allerdings im 4. bis 9. Versuch mit der richtigen PIN freischalten. Sollten Sie die richtige PIN noch wissen und geben diese ein, müssen Sie das Ganze mit einer TAN bestätigen. Klicken Sie hier also auf Weiter, dann gelangen Sie zur TAN-Eingabe. Über den Button OK können Sie Ihren Online-Zugang dann wieder entsperren.